Aufgeben ist keine Option. In diesem Video, ja, werde ich mit dir 17 Punkte teilen, die ja dich in Zukunft zu den Gewinnern im Network Marketing gehören lassen, die dich motiv oder wie du dich motivierst und wie du dranbleibst. Das erfährst du ja jetzt in diesem Video. Wir haben uns ja in den vorherigen Videos stark bewusst gemacht, warum so viele Menschen scheitern. Wir haben uns viel mit dem Thema Scheitern an sich beschäftigt. Und in diesem Video kommen wir jetzt einfach drauf zu sprechen, wie du zu denen gehörst, die dann in Zukunft eben halt ja in ihrem Business nicht scheitern werden. Und da möchte ich mit dir aus meiner Sicht die 17 wichtigsten Punkte teilen. Werden sowohl praktische Tipps sein als auch ja sehr stark wiederum Mindset-Themen. Aber gerade das Thema Mindset ist eines der wichtigsten ja in unserer Branche. Also lass uns diese 17 Punkte gemeinsam miteinander besprechen. Punkt Nummer 1: Steigere dein Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen ist das Hauptproblem der meisten, weil die haben davon einfach zu wenig. Ja, ist aber auch nicht wirklich verwunderlich, weil egal, ob du jetzt mal ins Schulsystem reinschaust oder ja, aber auch in den ersten Jahren unserer Erziehung, wir bekommen ja in der Regel eigentlich nur gezeigt, was wir alles falsch machen, welche Fehler wir machen. Das heißt, wir sind sehr stark in unserer Gesellschaft darauf ja ausgerichtet, Fehler aufzuzeigen, ja, und das ist aber nicht das, was uns ja uns über uns hinauswachsen lässt, ja, und deswegen ist es wichtig, dass wir unser Selbstvertrauen kontinuierlich stärken, und da wirst du auch in den folgenden Tipps immer einige Übungen mit an die Hand bekommen, die du für dich machen kannst, um das eben halt einfach zu bewirken, um dein Selbstvertrauen einfach zu stärken. Ich meine mit Selbstvertrauen aber nicht arrogant werden oder Arroganz an sich, sondern Selbstvertrauen, ja. Selbstvertrauen einfach, weil du deiner Stärken dir bewusst bist, weil du deinen Weg kennst, weil du weißt, wo du hin möchtest und weil du dann eben halt auch aus einer ganz tiefen Gelassenheit, aus einem ganz tiefen Urvertrauen raus die Dinge eben halt angehen kannst und die Dinge umsetzen kannst, weil du halt eben einfach weißt, welche Stärken du hast und was eben halt deine Ziele sind und dass es halt auch für dich keine andere Alternative gibt. Und das bringt natürlich sehr viel Ruhe ins Gemütsleben und kann dann natürlich, dadurch wirkst du natürlich dann auf andere Menschen auch, persönlich sehr, sehr stark, ja. Der Hauptgrund ist halt oft, dass die Menschen viel zu früh aufgeben und ich würde gerne mal eine provokante Frage stellen und ich hoffe, du gestattest mir diese Frage. Wie viele Neins kannst du aushalten, bevor du deinen Traum in die Tonne haust? Jetzt mal wirklich Hand aufs Herz, wie viele Neins kannst du aushalten? Und jetzt gibt es aus meiner Sicht hier nur eine richtige Antwort auf diese Frage. Und die Antwort wäre, völlig egal wie viele Neins, ich mache so lange weiter, bis ich mein Ziel erreicht habe. Wenn das nicht die Antwort ist, ja, dann besteht hier definitiv Nachholbedarf und dann musst du unbedingt an diesem Punkt für dich nacharbeiten. Ja. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben 10 Neins bekommen, ja, 11, 12 Neins, oder irgendeine andere Kleinigkeit lief nicht nach Plan, ja. Irgendwas lief nicht so, wie sie es erwartet haben, ja, und deshalb haben die aufgehört. Da hat es dann Bumm gemacht, ja. Die haben den Mülleimer aufgemacht, den Traum reingesteckt, den Deckel geschlossen. That's it. Das war's, ja. Und aus meiner Sicht, diese Menschen sind nicht mal gescheitert. Die haben auch nie aufgegeben. In Wahrheit haben die noch gar nicht mal begonnen, ihren Traum zu verwirklichen, ja. Und solche Geschichten können dir auch passieren, kannst du auch erleben, ja, wenn du ein größeres Team aufbaust und wenn du dein Leben durch Network Marketing verändern willst. Kannst dich jetzt schon drauf einstellen. Es muss nicht so sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt hoch, ja. Und jetzt ist halt die Frage, ist das schlimm für dich, ja? Vielleicht ist es in dem Moment ein Stück weit schlimm, aber grundsätzlich stellt sich doch die Frage, was ist denn die Alternative? Den Traum begraben? Wieder in den verhassten Job zurückzukehren, ja, das kann doch einfach nicht die Alternative sein, ja. Also stell dich drauf ein, solche Dinge können passieren, aber letzten Endes geht es dann weiter und zwar so lange, bis du dein Ziel erreicht hast, ja, und auch darüber hinaus, ne? Wichtig ist mir eins: solche Dinge, wie ich dir eben erzählt habe, die können passieren. Es gibt aber eine Sache, die darf niemals passieren und das hängt auch ein Stück weit hier mit dem Selbstvertrauen zusammen, das ist nämlich Grund 2. Kaufe niemals die Gründe und die Geschichten anderer. Im Buch
Die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer, welches ich dir wirklich von ganzem Herzen empfehlen kann. Ja? Da habe ich gelernt, wenn du die Meinungen und die Geschichten anderer Menschen kaufst, ja, die dir erzählen, wenn du die glaubst und vielleicht sogar zu deinen machst, dann kaufst du deren ihr Leben und deren ihren Lifestyle. Deswegen musst du echt überlegen und sehr auf der Hut sein, welche Dinge du an dich ranlässt und welche nicht. Egal, ob du in einem Beratungs-, Verkaufs- oder einem Anwerbungsgespräch sitzt, wichtig ist, erzähle immer deine Geschichte und glaube aber niemals die Geschichten und Gründe anderer, schon gar nicht, wenn sie negativ sind. Manchmal hörst du zum Beispiel die Geschichte, dass von der Tante, der Bruder, dessen Nichte, deren Cousine, die hat mal Network Marketing gemacht und es hat nicht funktioniert, ist richtig auf die Nase gefallen. Das hörst du einmal, dann hörst du es in einem anderen Gespräch, vielleicht ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein fünftes Mal und immer mehr glaubst du das, ja? Du hast es häufig genug gehört und du glaubst und dann wirst du zwangsläufig scheitern, weil dir die Energie fehlt, die Dinge mit Begeisterung zu tun. Und deshalb merk dir eins, erzähl deine Geschichte so oft es geht und glaube aber niemals das, was die anderen glaubhaft machen wollen. Denn du weißt nicht mal, ob es stimmt. Ja? Du weißt nicht, ob die Tante des Bruders, dessen Nichte, deren Cousine mal Network Marketing gemacht hat. Ja? Vielleicht ist das bei denen einfach nur noch so hinterlegt, ja, oder sie können sich halt nur so dran erinnern, oder vielleicht ist es einfach eine Schutzbehauptung, um selbst nicht aktiv werden zu müssen, wie auch immer. Es darf niemals passieren, dass du auch nur ein geringes Stückchen Zweifel, ja, dass das in dir aufkommen darf, ja. Also wichtig, erzähl deine Geschichte, glaube aber niemals die Geschichten anderer und ihre Gründe. Ja, du kannst sie zur Kenntnis nehmen, aber du darfst sie niemals glauben oder an dich ranlassen. Punkt Nummer 3. Nutze deine eigenen Produkte. Liebe dein Unternehmen, deine Produkte und Network Marketing. Und wenn du ein Produkt hast, ja, das du selbst konsumieren kannst, und das dürfte im Prinzip auf die meisten Menschen im Network Marketing zutreffen, dann werde dein größter Fan, nutze die Produkte selbst, lieb die Produkte, sei begeistert von ihnen, nutze sie, wann immer du kannst, sprech begeistert davon, weil woher soll denn die Begeisterung entstehen, die du einfach brauchst, um erfolgreich im Gespräch mit anderen zu sein, die du einfach brauchst, um diese Begeisterung auch in alles, was du tust, einbringen zu lassen. Das geht nur, wenn du tagtäglich immer wieder dich darin bestärkst, wie toll die Produkte sind. Und das gehört halt eben einfach dazu, dass du nicht nur die Produkte liebst, sondern dass du auch immer wieder schaust, wie gut dein Partnerunternehmen ist, was alles gut läuft, wie klasse Network Marketing ist. Und gerade hier, ich glaube, dass viele sich nicht bewusst sind, welche großartige Möglichkeit Network Marketing ist. Das ist ein anderes Video, weil hier könnte ich jetzt auch eine Stunde abschweifen, was die Vorteile von Network Marketing sind. Aber mach dir das einfach mal bewusst, in welcher coolen Branche wir unterwegs sind. Wir können jedem Menschen die Möglichkeit bieten, ein zusätzliches Einkommen zu generieren, wenn er will, mit Produkten, die er braucht, ja, die Verbesserungen im Leben bewirken. Das ist doch großartig, ja. Und diese Dinge sich einfach bewusst zu machen, ja, immer und immer wieder, das wird dazu führen, dass du deine Begeisterung auch relativ hochhältst, dass dein Selbstvertrauen steigt, ja, weil du an die Sache glaubst, weil du an dich glaubst, an deine Produkte, an deine Dienstleistungen etc. Ne? Punkt Nummer 4, ganz wichtiger Punkt, sprich täglich mit neuen Menschen über dein Geschäft. Ich weiß, wenn du das jetzt hörst, das ist nichts Neues, ja, hast du wahrscheinlich schon 100 Mal gehört. Die Frage ist aber nicht, ob du etwas schon 100 Mal gehört hast oder ob du etwas weißt, sondern die Frage ist, ob du es auch tust. Ja, das ist das Wichtige. Und dieser Punkt, der ist so wichtig, weil das ist das Heilmittel schlechthin. Weil in dem Moment, wo du tagtäglich aktiv bist, ja, egal ob online oder offline, wer in Bewegung ist und täglich mit ausreichend Menschen über sein Business spricht, der gewinnt auf Dauer. So einfach ist das. Ja, ich habe es schon in den letzten Videos gesagt. Ja, für ein erfolgreiches Business brauchst du im Prinzip 5 Bestandteile. Ja, eigentlich sind es 4 Bestandteile und dann kannst du skalieren. Und dann
Und sobald du diese einzelnen Punkte beherrschst, dann skalierst du das halt eben nach oben, die ganze Geschichte. Ja? Dabei spielt es keine Rolle, ob du jetzt offline oder online arbeitest. Das ist erstens ein Weg, um Leads und Anfragen zu generieren. Also ich sag mal, eine Quelle, aus der du Leads beziehst. Dann brauchst du ein Gespräch, um neue Kontakte und Leads zu generieren. Ja? Du brauchst ein funktionierendes Verkaufsgespräch, um aus den Leads Kunden und Vertriebspartner zu machen. Du brauchst ein Follow-up-System, ja, sowohl für deine Kunden und Vertriebspartner, wie auch für Menschen, die Nein zu deinem Business sagen, weil der Erfolg liegt im Nachfassen. Und wenn du diese Bausteine beherrschst, dann kannst du beginnen zu skalieren, indem du entweder Mitarbeiter einstellst, die dann zum Beispiel die Terminierung für dich übernehmen, oder dass du halt dieses System deinen Teampartnern, deinen neuen beibringst. Und dann skalierst du dein Network-Marketing-Business sowieso. Ja? Und außerdem ist es noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Immer, wenn du in Bewegung bist, dann hast du keine Zeit, über blödes Zeug nachzudenken. Ja, wenn du, ich gebe dir ein Beispiel, wenn du diese Woche 30 Gespräche in deinem Terminkalender hast, ich bleibe jetzt mal rein im Offline-Bereich, ja, das heißt, du hast 30 Termine im Kalender, ne? Und jetzt fallen dir 5 Termine aus, dann interessiert dich das mental nicht. Natürlich ist es schade, ja, aber du hast noch 25, 24, 23, egal wie viel das dann halt ausfallen, Termine, die stattfinden. Und dementsprechend wirst du am Ende der Woche auch ein Ergebnis haben. Hast du jetzt aber nur 5 Termine vereinbart und 5 Termine fallen aus, dann macht es was mit dir. Ja, so, und um das zu vermeiden, musst du tagtäglich immer mit Menschen über dein Geschäft sprechen, egal ob online oder offline, weil dann bist du in einer mental richtig guten Position, weil du, wenn ein Termin ausfällt, es tangiert dich nicht wirklich. Punkt Nummer 5, mach dir ein klares Bild von deiner Zukunft. Du brauchst eine Vision für deine Zukunft, die dich antreibt, ja. Und es gibt da auch einen schönen Spruch, den kennst du vielleicht auch, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wirklich alles, ja. Alles und allem, was du Aufmerksamkeit schenkst, das wird in deinem Leben größer, egal ob es was Gutes oder was Schlechtes ist. Unser Unterbewusstsein macht da nicht wirklich einen Unterschied, ja. Und aus dieser Erkenntnis heraus geben sich dann zwei ganz wichtige Erfolgsstrategien, nämlich erstens, dass alles, was du in deinem Leben nicht haben willst, dem darfst du keine Aufmerksamkeit schenken. Dem solltest du Schritt für Schritt die Energie entziehen. Ich meine damit nicht, dass du die Sache ignorieren sollst. Wenn zum Beispiel finanzielle Probleme da sind, dann musst du die natürlich schon anpacken. Aber es gibt Menschen, die ergeben sich in dem Problem, die suhlen sich in dem Problem. Vielleicht hast du auch schon mal Menschen kennengelernt, die lieben es, über Krankheiten zu sprechen, weil sie dann die notwendige Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, die gehen da richtig drin auf. Und das darf einfach nicht passieren, ja, sondern finde eine Lösung, setz die Lösung um und gib so wenig wie möglich Energie in die Sache rein, in das, was du nicht haben willst. Daraus zweiter Punkt oder zweite Strategie, alles, was du in deinem Leben haben willst, solltest du so groß machen, wie es nur irgendwie geht. Hau da so viel Energie rein, wie es dir möglich ist, ja. Wenn was gut gelaufen ist, dann feier das richtig ab, ja. Dann lass da mal auch richtig die Sau raus, ja. Klopf dir auf die Schulter und sag, hey, das war jetzt richtig cool, das habe ich richtig gut gemacht, ja. Nimm dir deine Ziele zur Hand, schau dir die so oft an, wie es geht, verlieb dich in deine Ziele, ja. Stell sie dir als bereits erreicht vor, visualisier das Ganze, ja. Mach sie zu einem Bestandteil deines Lebens, ja. Fahr vielleicht mal dein Traumauto Probe, ja. Wenn dein Traumhaus schon irgendwo steht und du kannst es besichtigen, besichtig es doch mal, ja. Der Kreativität sind ja keine Grenzen gesetzt. Mach das Ganze bunt, ja. Mach da, gib da Energie rein, sprich drüber, ja. Und du wirst sehen, dann geht es in die richtige Richtung. Und wenn du ein großes Unternehmen aufbauen willst, dann erzähl jedem davon, dass du ein großes Unternehmen aufbauen willst und Leute suchst, ja. Und dann wirst du dich wundern. Irgendwann wird mal jemand sagen, hey, ich hätte Interesse oder ich kenne jemanden, der Interesse hat, ja. Und das passiert, indem du Energie in dieses Thema reingibst. Also mach dir ein klares Bild von deiner Zukunft, die dich antreibt und ja, und mach diese Vision so groß, wie es nur irgendwie geht.
Nutze Tools, auch das ist ein ganz wichtiges Thema. Nutze Werkzeuge, statt alles selbst zu erklären. Nutze Präsentationen, die dein Unternehmen zur Verfügung stellt oder deine Upline. Nutze Veranstaltungen, online wie offline. Nutze Videos, Webinare, Landingpages, Probierpäckchen, was auch immer. Ja, du solltest nicht alles jedem Menschen, den du triffst, neu erzählen müssen. Das ist zwar nichts Verkehrtes, aber die Vorgehensweise hindert dich einfach daran, dass du eine große Schlagzahl hinkriegst. Ja. Das Anwerben neuer Partner besteht im Kern ja aus, ich sag mal, drei Schritten. Erstens den Interessenten halt einladen, also die Informationen anzusehen, ja, die du in einem Werkzeug quasi zur Verfügung hast. Dann das Präsentieren der Informationen, das macht dann das Tool, ja, oder halt der Sprecher auf der Veranstaltung. Und dann im Prinzip das Nachfassen, ja, also was hat gut gefallen und wie kann sich die Person halt vorstellen, dass sie mit deinem Geschäft ja ihre Ziele erreicht. Also wichtig, solltest ein Werkzeug haben, was das Präsentieren für dich übernimmt, egal ob das jetzt ein Video, Webinar, Veranstaltung oder ein Dokument ist. Und dann kannst du dich voll und ganz darauf konzentrieren, genügend Menschen pro Tag auf deine Präsentation einzuladen, um dann eben danach mit den Menschen darüber zu sprechen, wie sie mit dir und deiner Geschäftsmöglichkeit halt ihre Ziele erreichen können. Dann auch eine gute Übung, um dein Selbstvertrauen immer weiter zu stärken. Mach dir deine Erfolge bewusst und hol dir dazu ein Notizbuch, notier dir jeden Abend 10 Dinge, die dir heute richtig gut gelungen sind, notier dir auch immer wieder Erfolge, die du in der Vergangenheit erreicht hast, ja, so wie alles für das, was du dankbar bist, ja, und mach das Ritual einfach zu einem festen Bestandteil deines Lebens und immer wenn du mal wieder zweifelst, dann kannst du einfach dieses Buch zur Hand nehmen, darin erstmal nachlesen und aufschreiben, ja, was deine Stärken sind, was deine Erfolge sind. Und dann werde ich das eben aus dieser Lethargie, die eventuell dann entsteht, herausholen. Ja, das wird einfach deine Selbstzweifel immer leiser werden lassen und so kannst du gezielt weiter an deinem großen Traum arbeiten. Dann nutze Erfahrungen und Geschichten, ja. Hier empfehle ich dir, leg dir ebenfalls ein Buch an oder einen Ordner, ja, wo du einfach alle Geschichten sammelst, die du so hörst, ja. Sammle Geschichten von oder Erfolgsgeschichten von Kunden, welche enorme Verbesserungen durch deine Produkte erreicht haben. Sammle Erfolgsstories von deinen Partnern, die durch die Zusammenarbeit mit dir entstanden sind oder durch die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen. Es muss nicht immer deine Organisation sein oder deine Erfolgsgeschichten, ja. Besuch auch jede Veranstaltung deines Unternehmens und notiere dir die Geschichten dort, ja, weil dort werden ja auch erfolgreiche vorgestellt, wie sie zum Unternehmen gekommen sind, was sie für Schwierigkeiten hatten. Diese Geschichten, die sind so wertvoll in deinem Arbeitsalltag, weil du sie immer halt wieder erzählen und einsetzen kannst, weißt du? Menschen, mit denen du zum Beispiel über dein Produkt sprichst, die erinnern sich in der Regel nach kurzer Zeit nicht mehr an fachliche Details. Wenn du denen aber eine Geschichte erzählst, dann bleibt es bei den Menschen hängen, ja? Und somit erinnern sich deine Kunden immer wieder dann an diese Geschichten, die du mit denen halt geteilt hast, ja? Auch bei Einwänden oder Fragen Geschichten von Menschen erzählen, ja, die vielleicht ebenfalls so gedacht haben wie dein Gegenüber jetzt gerade, ja. Und so können sich Menschen leichter identifizieren mit dem, was du erzählst, ja. Und sie können halt der ganzen Sache einfach auch leichter zustimmen. Und alles in allem wirst du ja dann die Menschen einfach auf der Gefühlsebene dann halt leichter berühren und erreichen können und dementsprechend halt unterm Strich auch mehr Erfolg haben. Verwandle negative in positive Gedanken. Laut zahlreichen Webseiten im Netz und angeblich gibt es auch Studien dazu, denken wir Menschen so rund 60.000 Gedanken pro Tag. Ich persönlich, ich habe die noch nie gezählt, ja. Mir ist aber auch schon aufgefallen, dass es so einen Menschen in meinem Kopf gibt und das erzählt mir so täglich schon einiges, ja. Von daher glaube ich, dass das auch stimmt. Man sagt auch, dass nur circa 3% davon aufbauende Gedanken sind. Das wären dann so 1800. 25% davon wären Gedanken, die sowohl dir und anderen halt eher schaden. Und dann, also das können dann zum Beispiel sein, jemand steht an der Kasse vor dir und ist total schlecht gekleidet zum Beispiel, ne?
Und 72%, die sind wohl eher so unbedeutende und flüchtige Gedanken und diese haben halt aber trotzdem eine Auswirkung auf uns. Ne? So, jetzt habe ich die Studie nicht gemacht und gezählt habe ich meine Gedanken halt auch nicht. Ja, was ich aber mit großer Sicherheit sagen kann, ist, dass wenn du bessere Gedanken denkst, dann geht es dir einfach besser. Ja? Und positive Menschen, die denken halt eben deutlich mehr positive Gedanken als negative Menschen. Und ich empfehle dir dringend, aus deinen negativen Gedanken positive Gedanken zu machen. Weil mit positiven Gedanken kannst du deine Ziele schneller und mit mehr Spaß und Leichtigkeit erreichen. Wenn du also merkst, ja, dass du zum Beispiel gerade mal wieder so auf der dunklen Seite der Macht spazieren gehst, dann entscheide dich doch mal bewusst dafür, ins Licht zu gehen. Deine Gedanken Stück für Stück positiver werden zu lassen. Dein Umfeld und du selbst, ihr werdet es euch danken, ja, und Menschen, die fühlen sich einfach von gut gelaunten Menschen einfach mehr angezogen als, ich sag mal, von Miesepetern, und das ist ja letzten Endes das, was wir wollen, ne? Menschen anziehen, die mit dir arbeiten wollen, das willst du ja, ne? Und vielleicht kannst du nicht, wenn jetzt irgendwas Negatives in deinen Kopf kommt, sofort das Positive darin sehen, aber du kannst dann zum Beispiel langsam mal anfangen zu sagen, mal angenommen, du merkst, dass du gerade aus dem Kundengespräch rauskommst, ist nicht so optimal gelaufen und du denkst, du hast das falsch gemacht und das falsch gemacht, dann könntest du vielleicht so langsam aber auch mal anfangen zu sagen, Mensch, aber eigentlich war es jetzt gar kein schlechtes Gespräch, ich konnte viel dadurch lernen, vor allen Dingen der Punkt im Abschluss, da kann ich in Zukunft viel besser und leichter drauf reagieren, weil ich jetzt einfach weiß, was ich besser machen kann. Und so kannst du dich langsam in eine Positivspirale reinreden und du wirst dann feststellen, dass sich deine Energie komplett verändert. Ja? Punkt Nummer 10, schaff eine Vertrauensbasis. Und Vertrauen schaffst du auch, indem du zum Beispiel Fakten in deine Gespräche einfließen lässt, ja, und nutze zum Beispiel die Fakten, die dein Unternehmen, der Markt, die Produkte zur Verfügung stellen oder zur Verfügung geben, ja, was du da von deinem Unternehmen halt kriegen kannst, ja. Zum Beispiel Jahresumsatz der Firma. Seit wie vielen Jahren ist das Unternehmen auf dem Markt? Gibt es eine Geld-Zurück-Garantie? Anzahl der Kunden? In wie vielen Ländern ist das Unternehmen tätig? Eigene Produkterfahrung, Erfahrungen von Kunden, Anzahl der Kunden. Alles das kann dazu führen, dass das Unternehmen oder dass das Vertrauen beim Kunden steigt. Punkt Nummer 11, massive Action. Ja, habe ich schon mal kurz angesprochen. Handle immer so, als gäbe es keinen Morgen mehr. Jedes Ergebnis wird nur durch eine dieser drei begangenen Aktivitäten erzielt. Ja, und da gibt es einfach nur drei Dinge, die dir Geld und Ergebnis bringen. Neue Kunden gewinnen, neue Vertriebspartner gewinnen und dann den Partnern zeigen, wie es geht, neue Kunden zu gewinnen. Und wie sie neue Vertriebspartner gewinnen. Und dann geht's wieder von vorne los. Und nur diese drei Aktivitäten, die bringen dir Geld aufs Konto. Und deshalb solltest du dir halt von Anfang an angewöhnen, deine Zeit möglichst viel mit diesen Aktivitäten zu verbringen. Alles andere bringt dich nicht vorwärts. Eliminier die Zeiträuber so gut es geht. Delegiere, was du delegieren kannst und was nicht zu den drei Punkten gehört. Ja. Wie ich auch schon gesagt habe, jedes Problem im Network Marketing, bis auf gesundheitliche Themen, lässt sich mit massiver Action lösen. Mir fällt kein Problem ein, mit dem es nicht geht. Ja? Jedes Problem kannst du mit mehr Kunden und Vertriebspartnern lösen. Ja? Also mit neuen Kunden und neuen Vertriebspartnern. Und je mehr Menschen du in einem gewissen Zeitabschnitt erreichst, umso schneller geht es halt voran. Wenn du zum Beispiel jede Woche ein Webinar veranstaltest und du schaffst es wöchentlich 100 Menschen da einzuladen, dann wirst du mehr Erfolg haben, wie wenn du jede Woche nur mit 5 oder 10 Menschen sprichst. Ja? Das Event muss halt promotet werden und dazu brauchst halt dann massive Action. Aber du entscheidest letzten Endes, wie viele neue Interessenten du auf der Veranstaltung dann hast. Punkt Nummer 12, halte das Business einfach und duplizierbar. Und Henry Ford war es, der, glaube ich, gesagt hat, wenn du was Großes aufbauen willst, dann musst du was Einfaches aufbauen. Und das ist ein Punkt, ja, finde ich, als mit das Wichtigste, weil wenn sich die Menschen, ich sag mal, erstmal eine ganze Woche durch Videokurse durchkämpfen müssen, um überhaupt erstmal zu verstehen, was sie tun müssen, dann ist es sicherlich nicht der richtige Weg, ja. Sorge dafür, dass in allem, was du tust, dass die Menschen es leicht verstehen, dass sie es leicht nachmachen können.
Am besten ist immer eine kleine, einfache Sache zu tun, ja, die von vielen dann häufig ausgeführt werden kann und das dann eben am Anfang zu schulen. Ich selbst bin ein ziemlich unperfekter Mensch, ja, und bin von Perfektion echt meilenweit entfernt. Und deshalb ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema auch bei mir selbst immer und immer wieder. Und da besteht mega viel Optimierungsbedarf immer wieder bei mir. Und ich frage mich jeden Tag immer und immer wieder, wie kann ich die Dinge noch einfacher für mich und meine Partner machen? Und ja, und setze das Ganze dann auch um. Ja, und nicht alles, was man tun kann und was funktioniert, ist auch sinnvoll am Anfang dann halt zu schulen. Ja, deswegen konzentriere dich drauf, dass deine Partner schnellstmöglich Ergebnisse erzielen können. Und alles Weitere können sie dann später ja dann immer noch lernen, sobald sie die Basics halt eben kennen und können. Ja. Punkt Nummer 13, Sorge für ein klares Ziel, Sorge für ein starkes Warum und Sorge für gute Gründe. Ja. Habe ich auch schon angesprochen, wenn du ein Ziel hast, das von Herzen kommt und das du unbedingt erreichen willst, dann gibst du auch automatisch nicht auf, ja, weil sonst wird es dir das einfach das Herz brechen. Du kriegst es nicht hin. Ne? Und schreib dir deswegen deine Ziele auf, schreib dir am besten hinter jedes Ziel auch, warum du dieses Ziel erreichen willst, ja. Was bringt dir das Ganze? Was hast du davon? Wie sieht dein Leben aus? Ja. Wie beeinflusst es dein Leben? Wie fühlst du dich? Und vor allen Dingen, was kostet das Ganze dann halt auch? Ja. Das kannst du auch noch verstärken, wenn du Bilder dahinter klebst, wenn du deine Ziele auch visuell so stark wie möglich halt einfach machst. Ja, sammle gute Gründe, warum du deine Ziele erreichen musst, weil das alles ist der Treibstoff, den du benötigst, um dran zu bleiben und dass du halt auch durchhältst und nicht aufgibst. Ja, hast du keine Ziele, kein Warum, man könnte auch sagen, hast du kein Motiv, hast du keine guten Gründe, dann wirst du bei zu viel Gegenwind aufgeben und manchmal ist der Gegenwind dann auch einfach nur ein laues Lüftchen, aber es reicht dann halt trotzdem aus, dass du aufhörst. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass genau der Punkt, ja, der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ist. Ja, ich habe festgestellt, dass diejenigen, die ein starkes Ziel hatten, ja, auch diejenigen waren, die ihre Ziele über kurz oder lang erreicht haben und diejenigen, die halt nur mal so ein bisschen Geld verdienen wollten, die haben es halt in der Regel dann nicht geschafft, ja, weil Geld allein reicht halt als Grund einfach nicht aus. Und das ist der wesentliche Unterschied zwischen denen, die erfolgreich waren und sind, ja, und denen, die halt nach wenigen Tagen, Wochen oder Monaten das Handtuch geworfen haben. Ja, das ist halt einfach so. Dann Punkt Nummer 14, handle begeistert in allen Dingen. Wenn du Menschen für dein Unternehmen gewinnst, dann brauchst du zwei Dinge, Begeisterung und Dringlichkeit. Und mal angenommen, du telefonierst mit jemandem, mit einem potenziellen Interessenten, dann sieht dich die Person ja nicht, ja. Die spürt einfach nur, dass, also die Person spürt halt einfach nur ganz genau, in welchem Element, also in welchem emotionalen Zustand, so ist das richtige Wort, du dich halt gerade befindest, ja. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass ein Mensch, den du sehr gerne magst, der ruft dich an und in dem Moment, wo du den Hörer abnimmst, ja, merkst du sofort, dass etwas nicht stimmt, ja. Und ja, bevor dir eigentlich klar wird, wer da überhaupt in der Leitung ist, was passiert, dann fängt vielleicht die Person am anderen Ende der Leitung an zu weinen, ja. Und das sind Erfahrungen, die hat sicherlich jeder schon von uns gemacht. Oder eine andere Person ruft dich an und du spürst sofort, dass die Person voll on fire ist, ja, dass sie absolut gut drauf ist, voller Elan, voller Tatendrang. Du spürst, ob mit jemandem was stimmt oder nicht. Ja, das ist einfach so. Und auch wenn die Person zu dir sagt, es ist alles in Ordnung, du hast immer so ein Bauchgefühl, wo du merkst, ja, da stimmt irgendwas nicht. Gilt aber nicht nur fürs Telefon, es gibt auch Bücher, die versetzen dich dermaßen in einen emotionalen Höhenflug, ja. Und andere, die legst du dann halt eben nach 3 Seiten dann wieder zurück ins Bücherregal, ne? Also gibt es dann halt eben auch, ne? Energie ist überall, in allem, was du tust, in deinen E-Mails, in deinen Telefonaten, einfach überall. Und deshalb gilt, wenn du Erfolg haben willst, dann handle begeistert. Und der zweite Punkt ist dann eben die Dringlichkeit. Wenn du einen Termin vereinbarst, dann setze immer das Thema Dringlichkeit ein, ja? Du musst es schaffen, dass
das Ganze, ich sag mal, ein Stück weit terminiert ist, ja. Wenn du mit jemandem telefonierst, setz immer einen Termin, bis wann der Interessent die Information angesehen hat und dann gleich in dem Gespräch das Termin fürs Nachgespräch vereinbaren. Wenn du mit jemandem ein Gespräch startest, sofort vermitteln, dass du in Eile bist, aber dass die Sache, um die es geht, halt sehr wichtig ist und deshalb musstest du jetzt unbedingt nochmal mit der Person sprechen, ja. Nur wenn dir die Sache wichtig ist, dann merken es auch die anderen, dass es dir wichtig ist. Und dann wird es ebenfalls für diese dann auch dringlich und wichtig werden. Punkt Nummer 15. Der Feind des Glücks, sich mit anderen vergleichen. Ja? Du bist du und jeder Mensch muss seinen Weg gehen. Ja? Du weißt nicht, welche Hintergründe, welche Startvoraussetzungen es gibt, die andere Menschen halt hatten, warum die halt weiter sind wie du in deiner Sichtweise. Du weißt nicht, ob es tatsächlich Gold ist, was da glänzt, ja. Du weißt nicht, was sie schon alles durchlebt haben. Und gerade weil du die Dinge nicht weißt, macht ein Vergleichen keinen Sinn. Der einzigste Vergleich, den du machen solltest, ist, du solltest dich mit deinen Zielen vergleichen und immer gucken, inwieweit bist du auf dem Weg oder nicht, ja. Orientiere dich an deinen Zielen und nimm die Menschen, die das erreicht haben, was du erreichen willst, als Vorbilder. Mach dich aber nicht kleiner, als du bist, ja, indem du zum Beispiel ja, dir Vorwürfe machst, weil du jetzt noch nicht da bist, wo du hin willst. Wie gesagt, du weißt nicht, welche Startvoraussetzungen andere hatten. Ich bin mir sicher, deine Zeit wird kommen. Ja? Vergleich dich mit deinen Zielen und arbeite daran, ja, akribisch. Besuche jede Schulung, jedes Meeting deiner Firma, aber auch von deiner Ablein, bilde dich aber auch extern weiter. Ja, wer immer nur das tut, was er schon immer getan hat, der darf sich halt dann eben auch nicht wundern, wenn er nur das kriegt, was er schon immer kriegt oder bekommen hat. Ne? All das hast du bestimmt schon gehört, ein alter Spruch, ist aber definitiv wahr. Ja, du brauchst zum einen den Input vom Außen, ja, um auch mal einen Blick über den Tellerrand hinauswerfen zu können. Ja. Du lernst auf jedem externen Seminar nicht nur andere Sichtweisen kennen, ja, sondern du kannst auch auf externen Seminaren Menschen kennenlernen, die ebenfalls mehr erreichen wollen, ja, aber vielleicht noch gar nicht im Network Marketing tätig sind. Und auf diesem Weg baut sich nicht nur ein Netzwerk aus Menschen auf, die ebenfalls hoch hinaus wollen, sondern man findet da auch den ein oder anderen Vertriebspartner für sein Team. Besuch zudem halt jede Schulung und jedes Meeting deines Unternehmens und deiner Ablein, weil wo sonst kannst du dich über die Dinge besser austauschen und die Dinge lernen, die speziell in deinem Business funktionieren als dort, ja. Du kannst dort Gleichgesinnte treffen, dich mit ihnen austauschen, was funktioniert, ja. Das ist einfach nur genial. Du bekommst die besten Tipps absolut kostenfrei. Es gibt es übrigens in keiner anderen Branche, die mir bekannt ist, wo du das vorfindest. Stell dir mal vor, du machst eine Bäckerei auf und fragst jetzt den Bäcker um die Ecke, der die leckersten Brötchen und Kuchen der Stadt macht, nach seinen Rezepten. Der wird dir die nicht verraten. Ich kenne keinen Bäcker, der seine Rezepte der Konkurrenz verrät. Ja? Also definitiv nicht. Im Network Marketing ist das ein Stück weit anders, weil deine Ablein was davon hat, wenn du erfolgreich wirst. Und das ist eine Win-Win-Situation eben für alle Beteiligten. Das Einzige, und das ist halt deine Aufgabe, du musst die Meetings besuchen und du musst nach Hilfe fragen. Und dann kriegst du auch die Hilfe. Ja? Außerdem in internen Schulungen ist auch ein ganz wichtiger Punkt, erfährst du wieder Erfolgsgeschichten, die du wiederum für dich notieren kannst und für deinen Arbeitsalltag super einsetzen kannst. Ne? So, und dann haben wir last but not least, ein ganz wichtiger Punkt, sei coachbar und frage nach Hilfe. Ja, eigentlich sind es zwei Punkte in einem. Zunächst mal muss ich leider halt immer wieder feststellen, dass Menschen im Network Marketing immer wieder versuchen, das Rad neu zu erfinden, anstatt halt einfach mal die Strategien und Tools zu nutzen, die bereits nachweislich funktionieren. Ja, könnt ihr viele Beispiele aufzählen, wird den Rahmen komplett sprengen. Ja, zum Beispiel gibst du jemandem einen Gesprächsleitfaden, der nachweislich funktioniert, und dann musst du feststellen, dass die Person was komplett anderes draus macht. Ja, andere wiederum nehmen eine funktionierende Landingpage, um Leads zu generieren, bauen diese dann um und wundern sich dann, warum auf einmal nichts mehr funktioniert. Ja?
Als nächstes wundern sich dann die Menschen, wenn die Upline keine Tipps mehr gibt, weil sie bereits dann mehrfach miterlebt hat, dass diese Menschen einfach nichts umsetzen und alles abändern, sodass eben keine Ergebnisse mehr produziert werden. Und bei allem Respekt, ja, eins ist ja wohl auch klar, dass wenn ein Mensch, der eine Sache neu beginnt, dass der nicht sofort mehr Erfahrung in der Branche oder im Unternehmen haben kann als das Unternehmen selbst. Und ein System, was zum Beispiel ein Unternehmen zum Marktführer gemacht hat, kann so schlecht nicht sein. Ja, also deswegen sei coachbar. Ja, dann verwende die Tools, ja, die bereits nachgewiesenermaßen funktionieren. Und wenn du das beherrschst, dann kannst du parallel immer noch Neues dazu ausprobieren. Ja, ich würde aber allerdings die alte Version immer so lange parallel laufen lassen, bis du tatsächlich einen Weg gefunden hast, der besser funktioniert. Meistens stelle ich aber dann in dem Bereich halt fest, dass die meisten Menschen eben dadurch so abgelenkt werden, dass sie die wichtigsten Punkte komplett aus den Augen verlieren. Also das Gewinnen neuer Kunden und neuer Partner. Ne? Genau. Und dann, wie ich es eben schon angesprochen habe, ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema um Hilfe bitten. Ja, und da bin ich, mich erstaunt immer wieder, wie wenige Menschen um Hilfe fragen. Deine Upline ist in der Regel weiter wie du. Ja, wenn du Fragen hast, dann stell doch die Fragen. Die helfen dir gerne. Ja, du musst halt auf sie zukommen. Du kannst als selbstständiger Unternehmer nicht erwarten, dass man umsorgt wird. Die Upline hat in der Regel dafür auch einfach viel zu viel zu tun, zumindest wenn sie viele Dinge richtig macht. Ja? Wenn du allerdings bei der Upline anrufst, ja, und sie um Hilfe bittest, dann werden die dir auf jeden Fall helfen. Warum denn auch nicht? Ja, ich bin mir da absolut sicher, weil die Upline hat ja was davon, wenn du erfolgreich bist. Und selbst wenn dein direkter Sponsor gerade nicht zur Verfügung steht, dann kannst du ja dessen Sponsor fragen. Ja? Also wichtig ist einfach nur, du musst fragen. Niemand wird dich zum Jagen tragen und niemand wird dir nachlaufen. Ja, das muss dir klar sein. Aber du hast alles Wissen über deine Firma, den Markt, wie das Geschäft funktioniert. Das hast du alles bereits zur Verfügung. Das Einzige, was du machen musst, den Hörer in die Hand nehmen, deine Upline anrufen, die Schulungen besuchen, vielleicht eine E-Mail schreiben, was auch immer. Ja, und schon kriegst du Hilfe. Und das ist ein Umstand, von dem viele Selbstständige in anderen Bereichen träumen können. Und deswegen solltest du da auf jeden Fall was draus machen. Also, wichtig ist, aufgeben ist keine Option. Ja, und es ist nie zu spät, ja, für irgendwas. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Genau. Wer aufgibt, der hat verloren. Der begräbt seine Ziele und jeder erfolgreiche Mensch weiß, dass alles im Leben zwei Seiten hat. Ja, und da kann Network Marketing keine Ausnahme sein. Hier gibt es gute Zeiten, hier gibt es schlechte Zeiten. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Es gibt Tag, es gibt Nacht. In jedem Bereich unseres Lebens sehen wir diese zwei Seiten. Du kannst hinfallen und liegen bleiben oder aufstehen, die Ärmel hochkrempeln, ja, dir das holen, was du halt wirklich willst. Und es liegt einfach an dir und da hast du jeden Tag die Wahl und kannst jeden Tag die Entscheidung ja, aufs Neue treffen. Ich habe viel jetzt über Scheitern und Aufgeben gesprochen. Wie gesagt, in meinem Verständnis gibt es sowas nicht, zumindest nicht, wenn man die Sache aus einem anderen Blickwinkel heraus betrachtet. Wenn etwas nicht funktioniert, dann heißt es ja nur erstmals, dass es so nicht funktioniert, wie du es gerade aktuell machst. Du bekommst also ein Feedback, das dir sagt, nee, so geht's nicht. Du bekommst ein Geschenk dadurch, ja, dich zu verbessern, die ganze Sache zu optimieren, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Aber wenn du aufhörst zu optimieren, wenn du aufhörst, besser zu werden, wenn du aufhörst an sich, ja, dann ist die Sache erledigt. Und mein Wunsch an dieser Stelle ist für dich, dass du nie aufhörst, besser zu werden, dass du niemals aufgibst, dass du akribisch deine Ziele verfolgst, weil du kannst viel mehr, als du glaubst und vielleicht aktuell selbst ja, von dir denkst. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du mir die Zeit geschenkt hast in diesem Video. Ich wünsche dir maximalen Erfolg, weiterhin alles Gute. Wir sehen und hören uns im nächsten Video.